Guten Abend, meine Damen und Herren, zum fünften Vortrag im Rahmen des Minimed-Studiums. Schön, wieder einmal ein so volles Haus begrüßen zu können. Offensichtlich haben unsere Studienleiter mit dem Thema Burnout den Nagel auf den Kopf getroffen oder dem Zeitgeist Rechnung getragen, wie auch immer. Herzlich willkommen. Gegen die Kälte können wir uns bekanntlich mit warmer Kleidung schützen. Gegen die Anforderungen des Lebens braucht es ein bisschen mehr als Stoff und Wolle und was es da noch gibt. Da braucht es Zähigkeit, Ausdauer und vor allem starke Nerven. Sie kennen sicher den Spruch Nerven wie Drahtseile, aber auch Drahtseile haben ein Ablaufdatum, wie wir wissen. Und wenn wir diese Grenzen übersehen, dann kann das sehr schnell mit bösen Folgen enden. Die Medizin nennt es seelischen Infarkt, die Gesellschaft kennt es besser unter dem Wort Burnout, also ausgebrannt. Das ist auch unser heutiges Thema und ein Fachmann auf diesem Gebiet ist Primar Dr. Peter König. Er leitet die Psychiatrie 1 am LKH Rankweil. Heißen Sie mit mir unseren Gast herzlich willkommen. Danke vielmals, Frau Mohr. Dankeschön. Ich möchte, nachdem momentan ja die Diskussion um die Arbeitszeiten der Spitalsärzte so intensiv geführt wird, der Ordnung halber wieder einmal anmerken, dass unsere Referenten, die ja zum großen Teil aus den Spitälern kommen, sich unentgeltlich beim Minimed-Studium engagieren. Auch dafür noch einmal einen extra Dank. Ein herzliches Dankeschön auch wie immer unseren Partnern, das sind das Land Vorarlberg, die Apothekerkammer, die Ärztekammer, das Medizintechnik, die Medizintechnikfirma Omron. Heute haben wir außerdem mit der Firma Lundbeck einen Abendpartner. Auch ihm recht herzlichen Dank. Ich darf Sie namens der Vorarlberger Nachrichten willkommen heißen. Darf auch wieder darauf hinweisen, in eigener Sache, dass Sie eine Zusammenfassung dieses Vortrages am Samstag im Gesundteil lesen und auch im Internet auf Vorarlberg Online finden Sie noch einmal diesen Vortrag dann in Wort und Bild. Jetzt möchte ich Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir wollen alle wissen, was Peter König zu sagen hat und ich darf Sie um Ihr Referat bitten. Das Thema, das offenbar in der Luft liegt, Dieser Begriff Burnout hat in den letzten Tagen zum Teil zufällig eine sehr große mediale Verbreitung und Betonung erfahren. Ist das Thema wirklich so brisant, wie es in den letzten Tagen den Anschein gehabt hat, oder ist das Thema sozusagen aufgeblasen, aufgeheizt, gemacht, wie man so sagt. Wir werden versuchen, durch das, was ich Ihnen heute am Abend präsentieren darf, uns vielleicht selbst ein Bild zu machen und unsere eigenen Schlüsse zu ziehen. Nun, diese deutsche Übersetzung ausgebrannt ist eine teilweise richtige Übersetzung. Ausgebrannt bezieht sich auf den Begriff, der etwa 1940, also in den Kriegsjahren, geprägt wurde. Und man hat als Burnout eine eben ausgebrannte Raketen- oder Granatenstufe oder Munitionsteil bezeichnet. Also nichts, was primär irgendeine medizinische Verbindung, eine medizinische Konnotation gehabt hätte. In den 60er Jahren hat dann ein sehr bekannter englischer Autor, nämlich Graham Greene, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel A Burnt Out Case, ein ausgebrannter Fall. Das ist auch die deutsche Übersetzung dieses sehr lesenswerten Buches. Es geht da um einen Mann, Query, heute würde man sagen, ein Aussteiger,
der versucht, seine komplette seelische Überlastung, die er sich in allen Feldern sozusagen seines Lebens, beruflich, partnerschaftlich, sozial, zugezogen hat, als Aussteiger in einem Lepra-Spital sozusagen zu kurieren. Und in diesem Zusammenhang hat Graham Greene diesen Terminus sozusagen geprägt für jemanden, der eben seinen seelischen Zusammenhalt verloren hat, dem das Leben, die Freunde, die Partnerschaft, der Beruf überhaupt nichts mehr bieten können. Etwa 10 Jahre später hat sich ein amerikanischer Psychiater mit Namen Freudenberger dieses Terminus, dieses Wortes bedient, und zwar als er beobachtet hat, dass freiwillige Mitarbeiter in einer psychiatrischen Klinik, und die psychiatrischen Kliniken in Amerika Ende der 60er Jahre waren weit entfernt davon, von dem, was moderne psychiatrische Kliniken heute sind und können, dass also diese freiwilligen Mitarbeiter unter diesen Bedingungen mehr und mehr die Initiative, die Lust, die Freude am Tun verloren haben, zunehmend zynisch, abwertend, kaltherzig und geradezu bösartig geworden sind im Rahmen ihres Berufsumfeldes. Und er hat auf diese Personen den Begriff Burnout bezogen, eben sie verglichen mit einer Hausruine nach einem Brand, von der die Außenfassade noch erhalten ist, also ein scheinbares Bild sozusagen vorliegt, deren Funktionsfähigkeit aber völlig verloren gegangen ist. Freudenberger hat dieses Phänomen dann zusammen mit verschiedenen anderen Wissenschaftlern ausführlich untersucht. Es gibt eine sehr große weltweite Literatur zum Thema Burnout heute, und es gehört Burnout zu einem Sektor aus der Psychiatrie, beziehungsweise vor allem auch aus der Betriebspsychologie, der sehr gut erforscht und sehr gut dokumentiert ist. Was bezeichnen wir nun als ein Burnout-Syndrom, also als das, was in der Zeichnung die Presse mit so einer Kerze, die von 2 Enden anbrennt, dargestellt wurde? Man bezeichnet darunter einen Zustand von emotionaler Erschöpfung, von Depersonalisierung und von einer deutlichen Einbuße der Leistung. Was ist nun im Detail unter diesen Begriffen gemeint? Unter emotionaler Erschöpfung versteht man eine andauernde, vor allem aber im Arbeitsbereich, und zwar vom Beginn der Tätigkeit vorhandene Müdigkeit, die eine Mattigkeit darstellt, die der oder die Betroffene vorher nicht gekannt hat. Vorher nicht gekannt heißt, am Anfang dieser Berufstätigkeit, am Anfang dieser Arbeitstätigkeit, die sich also im Lauf der Zeit dieser Tätigkeit entwickelt hat. Das kann in eine chronische Müdigkeit, die auch außerhalb der Arbeitstätigkeit vorhanden ist, übergehen. Der Beginn ist aber sozusagen das Charakteristische, das Typische, nämlich anfänglich überhaupt nicht vorhanden. Im Gegenteil, wir werden sehen, anfänglich ein hohes Maß an Identifikation, ein hohes Maß an sozusagen lustvoller Ausübung der Tätigkeit, freudvoller Ausübung der Tätigkeit. Mit sehr viel Einsatz, sehr viel Engagement. Schlaflosigkeit ist ebenfalls ein Charakteristikum
dieser emotionalen Erschöpfung, eine herabgesetzte Widerstandsfähigkeit des Organismus, das heißt Anfälligkeit für alle möglichen kleinen Krankheiten, wie zum Beispiel eben Schnupfen, Heiserkeit, Halsweh, kleine grippale Infekte und Ähnliches, und diffuse körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Ohrensausen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle oder Verstopfung. Also alles das, was man gemeiniglich in der Medizin als vegetative Entgleisung auch bezeichnen würde. Das heißt, eine Funktionsstörung jenes Teils des Nervensystems, das wir nicht bewusst steuern können. Das ist dieses sogenannte vegetative Nervensystem. Was bezeichnet man als Depersonalisierung, für das ein anderes Wort der Begriff Dehumanisierung ist? Es ist eben sozusagen der Verlust der Menschlichkeit, der Verlust des humanen Aufeinanderzugehen-Könnens. Also es ist die Entwicklung einer negativen, zynischen Einstellung zu den Kolleginnen und den Kollegen. Und zwar nicht nur im Sinn eines bösen Witzes oder im Sinn eines, Biertischgespräches, sondern eine dauerhafte, sozusagen chronische Haltung, die diese Menschen entwickeln. Und auch hier ist charakteristisch, dass am Anfang die positive Identifikation da war, also dieses idealistische, dieses freundlich-freudige Zugehen auf die anderen Menschen, das verloren geht. Negative Gefühle zu Patienten oder Klienten, das heißt jenes Verhalten, das ein ÖBB-Fahrgast kürzlich in einer der Nachrichtensendungen beschrieben hat, als die ÖBB-Kunden gefragt wurden, was sie am meisten stört. Es war der Informationsmangel, und dieser Fahrgast hat gesagt, wissen Sie, es ist dann so, dass wenn man zum Schalter geht, wird die Rollo heruntergelassen. Das ist also dieses Abwehrende und Abwertende, das letzten Endes aus der Hilflosigkeit dieses Schalterbeamten entsteht, der wahrscheinlich selber keine gescheite Information hat, der wahrscheinlich immer wieder beschimpft wird, immer wieder letztlich aggressiv angegangen wird, warum denn die Dinge so sein müssten, und der mit der Zeit eben die Abwehr entwickelt hat in dieser Form. Aus diesen Haltungen resultieren sehr häufig Schuldgefühle und Selbstvorwürfe der Betroffenen, Schuldgefühle eben den speziellen Gruppen und Menschen gegenüber oder Einzelpersonen gegenüber, aber natürlich auch Selbstvorwürfe, warum komme ich nicht besser mit der Situation zurecht. Das kann, aber sehr häufig auch entsteht dieser Rückzug unabhängig, kann zu einem sozialen Rückzug führen, also ein sich herausnehmen aus der Gemeinschaft am Arbeitsplatz, aus irgendwelchen Gruppen, denen man sonst angehört hat, ob das der Stammtisch war oder ob das der Kegelclub ist oder ob das, die Schach- oder die Kartenrunde ist. Ein Rückzug aus Sozialbezügen, weil eben diese negativen Gefühle, diese negative Einstellung auch zum Überwiegen kommt und zu einer Isolation der Personen führt. Ich will mich ja gar nicht mit denen auseinandersetzen. Die gehen mir ja nur auf die Nerven. In dieselbe Verhaltenstypus wie der Rückzug gehört das sogenannte Vermeidungsverhalten. Man setzt sich also gewissen Belastungen, könnte man sagen, im weitesten Sinn überhaupt nicht mehr aus, sondern man versucht möglichst, ihnen auszuweichen. Ob das jetzt eben, wie gesagt, im Sozialen ist, also letzten Endes auch
zum Beispiel nicht mehr ins Kino zu gehen, weil da könnte man jemanden treffen, außerdem geht einem das eher auf die Nerven und strengt einen an. Oder auch nicht mehr, ich weiß nicht, irgendwohin essen zu gehen, sondern lieber die Beamtenforelle zu Hause zu essen, weil im Wirtshaus muss man sich mit anderen Menschen befassen, auseinandersetzen oder man könnte jemanden treffen, den man also nicht einfach vor den Kopf stoßen kann. Und letzten Endes die Reduktion der Leistungsfähigkeit mit der Reduktion der Arbeitstätigkeit. Auch das ist für diese Personen nicht selbstverständlich, wie wir sehen werden, weil es eben nicht Menschen sind, die es sich in Bezug auf die Arbeit zum Beispiel sehr leicht machen. Im Gegenteil, es sind üblicherweise sehr, sehr genaue, sehr, sehr fleißige, sehr, sehr pflichtbewusste Menschen gewesen, die in den Burnout und in die Depersonalisierung hineinfallen. Wir sind eben beim Begriff der Leistung, der Leistungszufriedenheit und der reduzierten Leistungsfähigkeit. Nun, diese Dame ist offenbar, wirkt sie so auf uns, auch erfolgreich, sie ist anerkannt, sie scheint uns selbstsicher und vermutlich auch ganz dynamisch zu sein, während eben dieser Herr möglicherweise durch seine Erfolglosigkeit daraus resultiert auch letzten Endes eine Machtlosigkeit. Das heißt, er kann, wenn er keinen Erfolg hat, letzten Endes nicht mit irgendwelchen Vorschlägen kommen. Er kann sich nicht einbringen in irgendwelche Diskussionen oder Überlegungen, weil er ja mit dem, was er tut, keinen Erfolg hat. Man wird ihm also nichts zutrauen. Er hat daher auch keine Anerkennung, was sich natürlich auf das Selbstwertgefühl ganz stark auswirkt. Dieser Verlust oder diese Reduktion, dieser Abbau des Selbstwertgefühls endet dann meistens eben in Minderwertigkeitsgefühlen, in der Annahme, in dem Glauben, man ist ohne dies zu nichts fähig, man kann nichts recht machen, sondern man macht nur einen Unsinn, einen Fehler nach dem anderen. Und im Versuch, das auszugleichen, kann es eben sehr schnell zu einer chronischen Überforderung dieser Menschen mit der reduzierten Leistungsfähigkeit, die dann natürlich auch jede Form einer Arbeitsbelastung vermeiden, kommen. Was sind nun mögliche Konsequenzen, mögliche Folgen dieser Entwicklung, deren Endstadium wir eben als Burnout, als ausgebrannten Zustand bezeichnen? Mögliche Konsequenzen sind, und wir haben das schon zuerst angedeutet, diese Einengung. Das heißt, das sich herausnehmen, das sich langsam entfernen aus verschiedenen Bezügen. Das ist eben dieses Herausnehmen, dieses Fortgehen aus der Situation am Arbeitsplatz oder aus der Situation am Stammtisch. Dieses Vermeidungsverhalten, dieses Rückzugsverhalten. Aber auch eine sogenannte dynamische Einengung. Damit meint man eine Einengung des Geistes- und Gefühlslebens. Es werden Beobachtungen, Eindrücke, Gedanken nur mehr in eine Richtung sozusagen zugelassen. Und zwar ins Negative, könnten wir jetzt sagen, hinein. Das heißt, zum Beispiel wird der Blick des Kollegen, der durchaus neutral ist oder vielleicht sogar freundlich ist, als abschätzig gedeutet. Es wird eine durchaus wohlgemeinte Bemerkung eines Freundes, einer Gattin als vielleicht mit beleidigendem Unterton gemeint empfunden. Es drückt sich die
drücken sich die Minderwertigkeitsgefühle natürlich auch aus im Gefühlsleben an sich. Das heißt, die Menschen sind dann eher deprimiert gestimmt, sie sind lustlos, sie können sich oder können nur schwer aufgeheitert werden, können sich nur schwer aufheitern. Die Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen ist vor allem eben im Privatleben dann im Vordergrund und die Wertwelt wird reduziert. Das heißt, das, was am Anfang sehr wichtig war, das, was am Anfang als schön empfunden wurde, das, was am Anfang als erstrebenswert empfunden wurde, wird mehr und mehr reduziert, abgewertet und letzten Endes gleichgültig. Die Veränderung der Blickrichtung sozusagen, das Hervortreten des Negativen und das Zurücktreten des Positiven an verschiedensten Eindrücken des Alltags, diese sich entwickelnde depressive Grundstimmung, die manchmal auch eben mit dem Zynismus und der Abwertung anderer Personen sich unangenehm vermischen kann, führt zu Aggressionsbildungen, die aber in dem Fall nicht nach außen getragen werden können. Es sind also nicht Menschen, die sich sozusagen in der Situation wehren können, sondern es sind Menschen, die diese Entwicklung mehr und mehr in sich hineinfressen. Das meint man mit gehemmter Aggression, also das in sich hineinfressen und nicht einmal explodieren können, wenn das Fass überläuft. Diese auch gegen die eigene Person gerichtete Aggression, ich kann mich ja nicht einmal durchsetzen, was soll denn das, ich bin ja eigentlich nicht fähig in diesem Zusammenspiel, in diesem Zusammenleben, wo auch immer. Ich sage jetzt absichtlich nicht Arbeitsplatz dazu, weil der Arbeitsplatz da auch ein bisschen überstrapaziert wird. Dieses nicht mehr zurechtkommen kann sich verdichten und kann letzten Endes in Selbstmordfantasien sich ausdrücken und doch immer wieder einmal unglücklicherweise auch zu Selbstmord führen. Je konkreter solche Selbstmordfantasien werden, desto gefährlicher sind sie. Und auf selbstmordgefährdete Personen trifft der Spruch von den bellenden Hunden, die nicht beißen, bitte, meine Damen und Herren, nicht zu. Jede geäußerte Selbstmordabsicht sollte man unbedingt ernst nehmen, weil man üblicherweise als Laie nicht einmal der Fachmann kann das immer wirklich abschätzen kann, A, was steckt dahinter, B, wie betroffen und wie eingeengt ist der Mensch, der diese Äußerungen tut. Noch einmal, je konkreter diese Fantasien sind, desto gefährlicher. Was heißt konkret in dem Zusammenhang? Das heißt, wenn die Kollegin oder der Kollege sagt, das wäre gescheiter, ich wäre nicht mehr da, dann ist das relativ diffus, relativ wenig konkret. Wenn der aber dann sagt, weißt du, ich habe schon mir am Dachboden einen Strick gerichtet und auch diesen Strick schon geschaut, ob der wirklich nicht abreißen kann, dann ist es sehr, sehr konkret und dann sollte man ihn oder sie bei der Hand nehmen und sagen, du pass auf, auch wenn dir das nicht recht ist, wir gehen jetzt zum Doktor. Worauf muss ich als Außenstehender achten, wenn es um diese Frage Burnout geht? Die ersten Warnzeichen sind,
das jemand nur ganz schwer abschalten kann. Das heißt, Sie kennen alle solche Situationen, die üblicherweise, wenn man mit solchen Situationen gut umgehen kann, nur eine Zeit lang anhalten, vielleicht eine Woche, vielleicht auch einmal 10 oder 14 Tage, dann aber sollten diese Situationen aufhören, nämlich ich stehe unter einem besonderen Leistungsdruck, wobei bitte Leistungsdruck auch nicht wieder zwingend Leistungsdruck am Arbeitsplatz heißen muss. Es kann genauso gut heißen, dass eine alleinstehende, alleinerziehende Mutter, ich kristallisiere das Beispiel jetzt deshalb etwas eng heraus, damit wir es schön haben, noch dazu plötzlich, weil sie einen Schlaganfall bekommen hat, der sie entsprechend behindert, ihre alte eigene Mutter pflegen muss. Und diese Pflegeperson aus sehr persönlichen Überlegungen, vielleicht würden manche von uns sagen, auch zum Teil aus irgendwelchen tief drinnen sitzenden Schuldgefühlen, nicht eine Pflege in einem Pflegeheim sich überlegt, oder vielleicht überlegt sie das sogar, aber sie kann sich schlicht nicht leisten, oder eine Hauskrankenpflege, die auch nicht in Frage kommt aus diesen Gründen, und sich diese Person, die also vielleicht noch einen Teilzeitberuf nachgeht, ein, zwei kleine Kinder zu Hause hat, diesen pflegebedürftigen Menschen Tag und Nacht versucht, an der Seite zu stehen. Ein für viele Frauen oder für manche Frauen geradezu klassische Situation, die zum Burnout führt. Es ist also sicherlich nicht nur der Leistungsdruck am Arbeitsplatz, sondern es ist genauso gut der Leistungsdruck, der sich aus anderen Zusammenhängen durchaus ergeben kann. Und deshalb empfehlen wir Ärzte auch immer wieder, dass man sich auf die Pflege schwerkranker Angehöriger nur dann guten Gewissens einlassen soll, wenn man die Möglichkeit hat, ausreichend abzuschalten, ausreichend zu delegieren, um selber Luft zu kriegen, um selber sich entspannen zu können, um selber sich regenerieren zu können. Denn nur wenn man selbst Kraft hat, nur wenn man selbst in einer guten Verfassung ist, kann man für andere Menschen eine Hilfe sein, eine Stütze sein. Die Personen, auch das haben wir schon gesehen, beginnen sich vermehrt zurückzuziehen. Sie nehmen Arbeit und Arbeitsprobleme mit nach Hause in die Freizeit. Das gibt es für uns alle in Drucksituationen, das kommt immer wieder vor. Nur jemand, der nicht gefährdet ist, kann nach einer Zeit dieser starken Leistungsanforderung sehr klar sagen, so jetzt ist es genug, ich teile das jetzt anders ein, dieser Anforderungsdruck ist abgebaut, ich schaue, dass ich mir eben meine Rekreationsmöglichkeiten gesichert lasse. Ich habe die Freude an der Arbeit verloren und empfinde oft starken Widerwillen gegen diese Tätigkeiten, die mir früher allerdings Freude gemacht haben. Ich leide unter Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit. Konzentrationsschwäche drückt sich meistens in minimalen kleinen Fehlern aus, die man macht. Das kann zum Beispiel für eine Kraft, die an einer Kasse sitzt, sein, dass sie vermehrt Tippfehler macht oder jemand, der am Computer arbeitet, dass er vermehrt Eingabefehler macht, die er durchaus selbst korrigieren kann, aber im Gegensatz zu sonst sind das eben Fehlleistungen, die auf einmal aufgetreten sind. Das Gefühl, mit immer mehr Energie immer weniger zustande zu bringen, viel mehr Erholungszeit zu brauchen und seit Monaten matt, ausgelaugt und erschöpft zu sein. Ich habe Ihnen jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass
eben verschiedene, ein besonderer Beginn und vielleicht auch verschiedene Abläufe in dieser Entwicklung zum Burnout zu beobachten sind. Man unterscheidet heute international 12 Stadien dieser Entwicklung. Am Anfang steht eben der Zwang, sich beweisen zu wollen, sich beweisen zu müssen. Es ist eine sehr große Erwartungshaltung auch an sich selber und vor allem an sich selber, die zu einem verstärkten persönlichen Einsatz führt, der letzten Endes zu einer ganz leichten Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse beiträgt. Also heute habe ich diese wichtige Besprechung, da kann ich leider nicht mit der Freundin ins Kino gehen, das wird sie sicher verstehen müssen, weil das ist eine wichtige Besprechung. Und nächste Woche wollten wir eigentlich zu unserem Bekannten gehen, du da musst verstehen, da haben wir eine Vorstellung eines neuen Gerätes, da kann ich unmöglich weg. Solche Dinge sind es, die dann kumulieren. Ich meine, wenn sowas alle 14 Tage, 3 Wochen ist und dann wieder auch unterbrochen werden kann, das gibt's. Aber wenn von einmal in der Woche es zu 5-mal in der Woche wird, dann ist das eben sozusagen gefährlich. Und so gibt es eben, wie gesagt, eine Reihe von Entwicklungsschritten, die sich herauskristallisieren lassen und letzten Endes in dieser völligen Erschöpfung münden. Nun drückt sich diese Veränderung der Leistungsfähigkeit, des psychischen Zustandes von Menschen teilweise auch aus in Krankenständen und teilweise auch aus natürlich in Invaliditätspensionen. Die häufigste Ursache bei Neuzugängen, also nicht insgesamt, sondern nur die neu 2008 krankheitshalber pensioniert wurden, waren bei Arbeitstätigen 30% und bei Angestellten 40%. Das sind eben diese psychiatrischen Krankheiten. Nun, psychiatrische Krankheiten ist natürlich ein riesiger Sammeltopf. Aber in diesem riesigen Sammeltopf ist auch unser Thema drinnen. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang dieses Bild aus der Presse gezeigt, aus der Zeitung Die Presse. Und das war ein Titelbild sozusagen eines Artikels, wo es darum ging, dass die Sozialversicherung daran denkt oder zumindest es diskutiert, eigene Rehabilitationseinrichtungen für Burnout-Patienten zu schaffen. Das heißt, das Problem hat offensichtlich eine solche Dimension erreicht, innerhalb dieses Sektors von 30% bzw. 40% von Neuzugängen durch psychische Erkrankungen der Invaliditätspension, hat offenbar eine solche Dimension erreicht, dass die Sozialversicherung eben spezielle Strategien entwickelt, um damit zurechtzukommen. Ich halte das für einen zumindest teilweise verfehlten Ansatz. Man sollte meines Erachtens da eher in der Prävention ansetzen, als eben dann, wenn schon sozusagen alles zu spät ist. Was ist also zu tun? Es ist zu intervenieren. Das heißt, es ist dort, wo man es mit den Menschen, von denen man vermutet, sie könnten in ein Burnout-Syndrom hineinkommen, in einen ausgebrannten Erschöpfungszustand hineinkommen, sollte man dazwischen treten. Wichtig bei solchen Interventionen sind natürlich, dass man eine gewisse Beziehung zu den Personen hat, um die es geht. Wenn zwischen diese zwei psoffenen Streithanseln jemand dazwischen tritt, der, ich sage jetzt, in dieser Zeit hat es das noch nicht gegeben, aber Sie wissen, was ich meine, der eine Polizistenuniform anhat, dann wird das wahrscheinlich
ganz andere Emotionen wachrufen, als wenn die Wirtin, die die zwei kennt, weil sie jeden Abend da sitzen, beginnt einzugreifen. Das Zweite ist, dass man damit rechnen muss, dass in besonders gefühlsbetonten Situationen auch spezifische Gefahren enthalten sein können. Das heißt, man muss bei solchen Interventionen recht vorsichtig sein und darf die Menschen, die es angeht, nicht emotional überfordern. Es braucht meistens auch einen aktuellen Anlass, um zu intervenieren, dass man sozusagen einen Aufhänger hat. Weil wenn man Personen nicht sehr gut kennt, dann ist es einfach sinnvoll, man hat ein Thema quasi, auf das man sich beziehen kann. Unbedingt sollte man vertraut sein mit der sozialen Situation der Betroffenen. Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es? Welche Bezugspersonen, welche Bezugsgruppen hat der oder die Betroffene? Schließlich sollte man sich das weitere Vorgehen seines Tuns überlegen und sollte auch überlegen, diese Intervention irgendwann einmal zu beenden. Man ist üblicherweise kein Therapeut, man ist niemand, der es professionell gelernt hat, in Krisen dazwischen zu treten. Das heißt, man sollte das zwar nicht vermeiden, aber man sollte auch daran denken, es rechtzeitig zu beenden, um nicht selbst überfordert zu werden. Sicher ist am Anfang ganz wichtig, die Fähigkeit, verständnisvoll und geduldig den anderen zuzuhören. Aber überschätzen Sie Ihre Belastbarkeit in diesen Situationen nicht. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Zuhören nach dieser Erstintervention insofern erfolgreich war, als vielleicht ein Problem geäußert werden konnte, als vielleicht besonders quälende Gedanken losgeworden wurden, dann ist es sinnvoll, den Betroffenen oder die Betroffene auf professionelle Hilfe, auf professionelle Intervention zu verweisen und unter Umständen mit diesen Menschen, damit es ja sozusagen umgesetzt wird, mit diesen Menschen entsprechende Hilfestellen aufzusuchen. Ob das jetzt ein Arzt ist, ein Pfarrer ist, eine soziale Einrichtung wie das IFS ist, das ist primär einmal ganz gleichgültig. Es ist natürlich nicht ganz gleichgültig, wenn das ein gestandener Atheist ist, mit ihm zum Pfarrer zu gehen, aber umgekehrt kann das ja auch ein Pfarrer sein, den der Betroffene sehr persönlich auch gut kennt, nicht aus religiösen, sondern aus rein zwischenmenschlichen Gründen ihn schätzt. Und dann ist natürlich der Pfarrer das Richtige. Aber Sie wissen, was ich damit sagen möchte. Worauf muss man noch achten bei diesen Interventionen? Man sollte nicht zögern. Es ist so wie bei der Feuerwehr, das hat also keinen Sinn zu warten, bis die Bude abgebrannt ist und dann zu telefonieren, sondern wenn die Flammen aus dem Rauchfang schlagen, ist es vielleicht sinnvoll anzurufen. Man sollte eben selbst aktiv werden. Und das Hauptthema so einer Intervention, wie gesagt, ist die aktuelle Situation, ist das aktuelle Ereignis, ist der Aufhänger. Also nicht voriges Jahr war der Zwischenfall mit den Zementsäcken. Es sollte die Umwelt, also vor allem ist da gemeint das Sozialsystem, mit einbezogen werden, also die Bezugspersonen. Es sollte eine momentane Entlastung versucht werden und dann eben eine Zusammenarbeit mit anderen Kräften, vor allem eben in unserem Fall mit Professionisten. Und später gibt es dann unterstützende Maßnahmen, die zum Beispiel eine Supervision sein können,
die zum Beispiel bestimmte Formen von Gruppen sein können, die zum Beispiel Selbsterfahrung sein kann. Das ist aber später, das ist nicht in der Feuerwehrsituation. Kann man vorbeugen? Man kann. Man kann deshalb vorbeugen, weil diese wissenschaftlichen Untersuchungen, diese sehr extensiven, ganz klar herausgearbeitet haben, dass es Risikofaktoren gibt für Menschen, die sozusagen aufs Burnout zusteuern. Das sind überblicksweise das Arbeitsumfeld, wobei wieder Arbeit nicht heißt industrielle Fertigung, sondern Arbeit ist jede Tätigkeit, die jemand ausübt, wenn er es nicht mehr gern macht. Alles andere ist ja keine Arbeit. Das sind demografische Faktoren, damit meint man Daten wie Geschlechtszugehörigkeit, Lebensalter, unter Umständen auch sogar Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe und so weiter. Und Persönlichkeitszüge, also die Eigenschaften, die Charakterzüge, die ein Mensch hat, die Entwicklungsfaktoren, die ihn unter Umständen geprägt haben. Und wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, dann haben wir sozusagen einmal dieses sogenannte gute Arbeitsklima. Da sollte, wieder Arbeit unter Anführungszeichen, da sollte eine beziehungsfördernde Grundhaltung da sein. Wir kommen auf das noch zurück, ich erkläre das noch, weil es kommt mir ganz, ganz besonders wichtig vor. Es sollte eine gewisse Ruhe und ein eben Klima, eine gewisse Atmosphäre möglich sein oder geschaffen werden können. Und es sollte möglichst wenig nicht voraussehbare Zwischenfälle, Interventionen, was auch immer geben, um eine Stabilität und Kontinuität zu erreichen, weil diese beiden Faktoren eine Berechenbarkeit, eine Überschaubarkeit einer Tätigkeit ermöglichen, was für sehr viele Menschen wichtig ist, dass sie wissen, wie geht es weiter, wie kann es weitergehen. Dasselbe betrifft die verständliche Information, die öfters gegeben wird. Verständlich deshalb, weil sehr oft jetzt im industriellen Bereich zum Beispiel, im Fertigungsbereich, das Management und der Mann an der Werkbank eine andere Sprache sprechen und Fachausdrücke, andere Worte kaum verstanden werden. Das trifft nicht nur in diesem Rahmen zu, das betrifft zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Und wenn Ihnen ein Arzt eine Diagnose und dazu verschiedenste Fremdworte und eine Liste von Medikamenten sozusagen präsentiert, dann werden Sie, wenn Sie sich nicht sehr gut auskennen, einfach überfordert sein. Und genauso ist es in anderen technischen Bereichen, wo eben der Jargon, also die eigene Sprache dieses Technikers, dieses Arztes, dieses was auch immer, gesprochen wird, von anderen schlecht oder nicht verständlich ist. Und warum mehrmals? Und es nutzt ja nichts, wenn man uns einmal was sagt. Das war ja schon so, wie wir Kinder waren, die Mutter einmal was gesagt hat, das hat überhaupt nichts genützt. Und bei Erwachsenen ist das genauso. Es ist weiters wichtig, Entwicklungen zeitgerecht zu erklären, mit einer gewissen Vorlaufzeit, die sicher Wochen dauern muss, um eben eine Verarbeitung
und zwar auch eine emotionale Verarbeitung zu ermöglichen. Es ist manchmal sinnvoll, unter bestimmten Bedingungen Rückzugsmöglichkeiten zu eröffnen. Rückzugsmöglichkeit heißt zum Beispiel die Möglichkeit, mit Vertrauenspersonen sich auseinandersetzen zu können. Betrifft diese Situation ganz allgemein. Das ist eben die Bezugsperson, das ist eben der Partner, das ist eben die Partnerin oder das ist die Freundin, der Freund, mit dem man manche Dinge sozusagen unter vier Augen und unter dem Siegel der Verschwiegenheit erörtern kann. Es sollte auch im privaten Bereich ein Projektmanagement geben und nicht eine Projektleitung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein gutes Management Partizipation, also Teilnahme bedeutet, eine Diskussion, ein Wechselspiel von Meinungen, aus denen sich eine Entwicklung ergibt, während die Leitung das autoritäre, patriarchalische Durchführen heißt. Ein Management wird nämlich auch die Förderung einer Eigenverantwortung hervorbringen, wenn sie nicht schon da ist, und gleichzeitig aber die Letztverantwortung ermöglichen. Das heißt, dass da jemand sein muss, der für eine bestimmte Strategie, die man gemeinsam erarbeitet hat, aber den Kopf hinhält. Der wird nämlich auch nur dann den Kopf hinhalten können, wenn er daran interessiert ist, dass das, was eben hier inhaltlich gebracht wurde, wenn er weiß, dass das, was hier inhaltlich gebracht wurde, mit den Gesamtzielen und den Gesamtmöglichkeiten in Einklang zu bringen und umzusetzen ist. Was heißt diese beziehungsfördernde Grundhaltung? Das heißt, ich akzeptiere andere Menschen und nörgle sozusagen nicht unbedingt herum. Ich versuche sie nicht sofort zu korrigieren. Korrigieren kann ich natürlich auf der Sachebene, dort wo ein Fehler, ein objektiver Fehler da ist. Aber ob der jetzt oder sie blonde oder dunkle Haare hat oder dieses oder jenes Kleidungsstück trägt, das ist letzten Endes Sache des anderen. Ich fange dort an, wo der andere steht, bedeutet, ich gehe auf den anderen zu, nicht weiter, als es notwendig ist, und hole ihn sozusagen, wenn es notwendig ist, ab. Und ich zeige, dass es mir am Kontakt etwas liegt. Die beiden Punkte gehören wieder zusammen. Ich verzichte auf das Argumentieren, die Diskutieren. Aber ich höre auch in mich hinein und schaue, was macht dieser andere Mensch sozusagen mit mir? Warum ist mir der mehr oder minder sympathisch, mehr oder minder unsympathisch? Was ist mir vielleicht sympathisch, was ist mir nicht so sympathisch? Weil diese Gefühle letzten Endes mit mir zusammenhängen. Sie kommen ja aus mir heraus. Der andere hat sie ausgelöst. Aber auslösen heißt eben, es muss irgendwo vorher drinnen gewesen sein, denn nur dann kann ich es herauslösen. Ganz wichtig, ich verzichte auf dieses Anlegen eigener Wertmaßstäbe, gehört wieder da zusammen. Ich orientiere mich nach den Bedürfnissen, also nach dem, was man tun sollte, wie man es tun sollte, und ich arbeite am Kontakt und an Partnerschaft und vermeide die objektivierende Distanz. Das ist natürlich das kollegiale Miteinanderarbeiten, und zwar tatsächlich an einem Problem arbeiten. Ob dieses Problem jetzt in der Drehbank eingespannt ist oder ob dieses Problem jetzt hilflos im Bett liegt oder ob dieses Problem jetzt heißt, eine Serie von Fünfern in den Mathematikschularbeiten, diese Grundhaltung der Beteiligten
ist förderlich der Problemlösung, andere Haltungen sind das nicht oder viel weniger. Natürlich vor allem dann, wenn wir am Anfang des Problems stehen. Wenn die Situation verfahren ist, kann ich unter Umständen auch mit diesen Versuchen oder mit dieser Einstellung nichts mehr weiterbringen. Wie kann jemand versuchen, den Burnout auszuweichen, ihn zu vermeiden? Auch da gibt es wieder drei Bereiche, die zu beachten sind. Das ist der persönliche Lebensstil, der individuelle Arbeitsstil und es sind gewisse organisatorische Maßnahmen. Mit dem persönlichen Lebensstil ist zum Beispiel gemeint, dass wir aus Statistiken wissen, dass in Deutschland durchschnittlich von Erwachsenen 30 Stunden in der Woche ferngesehen wird. Durchschnittlich. Ja? Das heißt, da gibt es Leute, die schauen nur eine Stunde fern oder gar nicht fern. Und dann gibt es Leute, die schauen 60 Stunden fern oder vielleicht noch mehr. Das heißt, Fernsehen wird offenbar sehr viel konsumiert, ist offenbar für sehr viele Leute eminent wichtig, außerhalb der Arbeitszeit, in der Arbeitszeit kann man nur schwer Fernsehen, außer man arbeitet beim Fernsehen natürlich, außerhalb der Arbeit. Aber was ist denn Fernsehen? Fernsehen ist letzten Endes ein ununterbrochener, äußerst intensiver Informationsfluss, der da stattfindet. Und zwar visuelle Information und akustische Information. Sehr, sehr dicht und sehr häufig in einer äußerst belastenden Weise angeboten. Sie kennen diese belastende Weise auch aus der eigenen Erfahrung. Gemeint ist das Zwischenschalten von Reklamen. Man sieht irgendwelche Szenen eines Films, die dann plötzlich unterbrochen werden. Man hat aber die Erwartung, dass das jetzt weitergeht in irgendeiner Form. Diese Erwartung wird abrupt enttäuscht. Sie werden mit Inhalten konfrontiert, die mit dem vorher überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, Sie müssen in einem großen Maß, muss Ihr Hirn umstellen. Auch wenn Sie das gar nicht aufnehmen wollen, was da kommt, aufnehmen tun Sie es trotzdem. Das heißt, das ist eine eminente Leistung und Arbeit, die da das Hirn plötzlich zu vollbringen hat. Dann ist die Reklame wieder aus und der Film geht weiter. Es muss zurückgeschaltet werden in der immediaten Erinnerung auf das, was da vorher war, ein paar Minuten. Sie müssen sich das wieder vergegenwärtigen, das geht weiter. Der Erholungswert ist null. Das heißt, durchschnittlich werden 30 Stunden von unseren Menschen in der Nachbarschaft damit verbracht, sich mit Information, ich sage jetzt zuzudröhnen, die aber dem Körper, dem Gehirn, dem Organismus keinerlei Erholung, keinerlei Rekreation bietet. Nun werden Sie sagen, es wird aber doch so sein, dass sehr viele Leute vor diesem Fernseher einschlafen. Das ist richtig. Das tun auch viele. Jetzt muss das nicht unbedingt was mit dem Programm zu tun haben, sondern es könnte zum Beispiel auch mit dieser Erschöpfung, über die wir heute gehört haben, zu tun haben. Und könnte auch bedeuten, dass sehr viele Menschen dieses Fernsehen eigentlich als eine Art Scheintätigkeit vollbringen, in Wirklichkeit aber so abgeschaltet haben, dass, glauben Sie, nichts durchdringt. Jetzt, wenn diese Dame oder der Herr da vor dem laufenden Fernsehapparat einschlaft, nimmt das Hirn trotzdem jede Menge Information auf. Das weiß man auch aus zahllosen Untersuchungen. Das heißt, selbst wenn der oder die schlaft, das Hirn arbeitet weiter.
Also auch beim Schlafen vor dem Fernseher, nur um dieses Beispiel jetzt herauszustellen, auch beim Schlafen vor dem Fernseher kommt es nicht dazu, dass man sich erholen und entspannen kann. Wie kann man sich erholen und entspannen? Ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Es gibt also Menschen, die entspannen sich auch durch körperliche Anstrengung sehr gut. Das sind da sehr viele Menschen, die gern zum Beispiel auf Berge hinaufklettern, was ja nicht einfach ist. Es gibt andere Menschen, die liegen lieber in einer Hängematte. Es gibt dritte Leute, die lesen sogar irgendwelche anstrengenden Bücher und es ist trotzdem eine Entspannung. Es gibt andere, die malen, musizieren und so weiter. Das heißt also, ich brauche irgendwo die Anleitung, mich auf den Weg zu machen und das zu suchen und zu finden, was für mich das Richtige ist. Das ist nicht einfach, das stimmt schon. Das sind Entwicklungen, die meistens in einer Kindheit gelegt werden und dann in irgendeiner Form weiter bestehen. Und es sind arme Menschen, die in der Kindheit nicht die Möglichkeit haben, an ein Hobby oder an eine Tätigkeit, die sie gerne ausüben, heranzukommen. Da nur die Schule zu fordern, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen. Der persönliche Lebensstil heißt aber auch, dass es letzten Endes ein Unterschied ist, ob ich mich jeden Abend betrinke oder ob ich vielleicht einmal in der Woche einmal einen Alkohol zu mir nehme, ohne dass das zur Gewohnheit wird. Das heißt auch zum Beispiel, dass ich nicht jeden Tag meinen Schweinshaxen konsumieren muss und ähnliche Dinge mehr. Also es bedeutet eine Reihe körperlicher wie geistiger Facetten, auf die ich Rücksicht nehmen sollte. Was heißt individueller Arbeitsstil? Individueller Arbeitsstil heißt, und das wissen wir eben besonders von dieser gefährdeten Gruppe von Menschen, dass es Menschen sind, die anfänglich in Bezug auf die Arbeit nicht Nein sagen können. Das heißt, so wie ich mich auch sonst im Leben bemühen muss, mich abzugrenzen, das heißt, lernen muss, Nein zu sagen, wenn mir etwas zu viel wird. Und Nein sagen kann man durchaus in einer Art und Weise, dass sie den anderen nicht vor den Kopf stoßen muss. Dass man also auch in der Arbeit lernt, Nein zu sagen. Und zwar, nein, bitte, ich kann nicht noch 3 Überstunden dazu machen. Nein, bitte, ich kann nicht am Wochenende hereinkommen. Oder nein, bitte, wir können es uns nicht leisten, die schwerpflegebedürftige Mutter länger als 14 Tage zu Hause zu pflegen, weil wir allesamt dadurch überfordert werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir dieses Problem anders lösen können. Ein weiterer Faktor, der sehr häufig im Vordergrund steht bei diesem individuellen Arbeitsstil, ist die große Genauigkeit, also die große, dass sich sehr hochlegen einer Latte, eines Maßstabes. Da liegt meistens eine besondere Persönlichkeitsentwicklung zugrunde. Wenn es sehr krass wird, kann es notwendig sein und zwar sehr sinnvoll sein, eine Psychotherapie aufzusuchen. Organisatorische Maßnahmen, die habe ich uns herausgeholt. Dazu gehören das Zeitmanagement. Das heißt, dass ich mir die Arbeit einteile, das ist nur ein hochtrabendes Wort. Die Planung, auch die Planung von Arbeitsabläufen. Die Fähigkeit, wirklich auch Arbeit aus der Hand geben zu können, delegieren zu können, sagen zu können, bitte so und so und so, du kannst das besser, du kannst das besser, ich kann dieses besser. Die Notwendigkeit, Arbeitspausen einzuhalten und wenn möglich Abwechslung in der Arbeit zuzulassen und letzten Endes realistische, also erfüllbare Zielsetzungen herauszuarbeiten.
Wie schaut es aus von der Führungsriege jetzt tatsächlich eines Betriebes? Nun, ist wichtig für Führungspersonen, dass sie das Potenzial der Mitarbeiter optimal nutzen können. Dazu müssen sie diese Mitarbeiter aber auch verstehen können. Und wenn ich das kann, dann funktioniert das Ganze viel reibungsloser. So sinngemäß der richtige Mann am richtigen Platz. Der Umgang mit besonderen Situationen, diese ganzen Schwierigkeiten in einem Betrieb wie Stress, Burnout, Suchtentwicklungen, Machtmissbrauch und Mobbing kommen nie plötzlich und von ungefähr, sondern entstehen langsam. Und sie entwickeln sich häufig dort, wo eben das mittlere oder das höhere Management nicht hinschaut. Was heißt hinschauen? Das heißt nicht nur vorbeigehen und hinschauen, sondern das heißt sich mit den Menschen an einer bestimmten Stelle auseinanderzusetzen, mit ihnen in einer Beziehung zu sein. Ein Case Management im Betrieb, das heißt, wenn es zu einem Zwischenfall, wie auch immer, kommt, ist es wichtig, eine geeignete Infrastruktur sich schon vorher überlegt zu haben und nicht erst dann, wenn es soweit ist, mühsam zusammenstellen zu müssen. Ebenso wie eine kompetente Betreuung, also ein menschlicher Umgang mit Mitarbeitern während dieser Rekonvaleszenz. Controlling und Reporting sind auch bei Schadenmanagement notwendig, weil eben die Ergebnisse von solchen Interventionen ja letzten Endes analysiert und bewertet werden müssen. Und ein ganz wichtiger Faktor, dieses sogenannte Absenzenmanagement. Das ist jenes Defizit, wenn es nicht vorhanden ist, das die Mitarbeiter am unmittelbarsten spüren. Das heißt, wenn es keine Urlaubsplanung gibt, keine gescheite, wenn es keine gescheite Krankenstandsplanung gibt und wenn es keine gescheite Notfallsplanung gibt. Wenn diese möglichen Absenzursachen sozusagen managebar geworden sind, wenn klar wird, es können nur so und so viele Leute gleichzeitig auf Urlaub gehen oder in dieser Zeit gehen am besten alle auf Urlaub, dann ist, es klingt zwar sehr primitiv alles, aber das ist gar nicht selbstverständlich, dann entstehen planbare Gegebenheiten und nicht die Gegebenheit, dass innerhalb einer Woche 10 Leute kommen und sagen, kann ich bitte in der Zeit einen Urlaub haben, weil das ist einfach notwendig und zufällig sind es heute 10, die da auf einmal gehen wollen. Gegebenenfalls ist es genauso wichtig, wie wir es zuerst bei den Einzelpersonen gehört haben, für einen Betrieb, externe Expertenhilfe zu suchen und sich eben darauf einzulassen, zu sagen, wir kommen innerbetrieblich mit einer bestimmten Situation nicht mehr zurecht. Ich habe Ihnen gesagt, dass man eine Reihe von Untersuchungen gemacht hat zum Thema Burnout und wir haben eben auch gesagt, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt und es gibt eben auch bestimmte Risikogruppen berufsbezogen, die dem Burnout ganz besonders ausgeliefert sein können. Das ist eine holländische Untersuchung, die man im letzten Jahrzehnt und dann 5 Jahre vorher gemacht hat. Letztzeitige sind die hellen Balken, die dunklen Balken sind die alten Werte und Daten. Und Sie sehen, dass eine sehr gefährdete Gruppe, diese Gruppe, die in der im Lehrberuf sind. Das ist nichts Neues für uns. Wir hören das auch, ich meine, das ist nichts Neues für uns alle, meine ich jetzt, nicht für uns Psychiater,
sondern für uns alle. Wir hören das immer wieder auch in den Medien. Wir können uns das zum Teil nicht wirklich vorstellen, weil wir immer auch hören, dass Lehrer eine sehr große Urlaubszeit haben. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie man die Lehrer und Lehrerinnen eigentlich kastriert hat in den letzten 20 Jahren, das heißt, wie man sie in ihren Möglichkeiten eingeschränkt hat, wenn Sie sich dazu überlegen, welchen Schatz an Möglichkeiten die Schüler und Eltern haben, um dem Lehrer sozusagen Druck zu bieten, wenn Sie sich auch vorstellen, dass die Lehrer in den Schulen doch sehr häufig unter gewissen Mangelzuständen, nämlich was technische Infrastruktur, personelle Infrastruktur und auch räumliche Infrastruktur anlangt, stehen, dann kann man sich schon vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Und wenn Sie sich auch vorstellen, wie zum Beispiel in einem zunehmenden Ausmaß offensichtlich Aggressionshandlungen von Schülern in Schulen auch gegen Lehrpersonen durchgeführt werden, so werden Sie sehen, dass sich diese Personengruppe doch in einer schwierigen Entwicklungsphase befindet, die sich eben auch in der Belastbarkeit dieser Menschen niederschlägt. Wir sehen, dass ähnliche, aber nicht ganz so hohe Werte in der industriellen Fertigung stehen und wir sehen, dass im Bauern- und agrikulturellen Bereichen diese Belastung am geringsten zu sein scheint, was damit zusammenhängen kann, dass sich natürlich jemand, der in einem Bauern- oder Gärtnerberuf ist, seine Arbeit anders einteilen kann. Er ist natürlich den Zwängen der Jahreszeit, den Zwängen des Wetters ausgesetzt, aber ansonsten kann er sich in vielen Bereichen selbst das gestalten, womit er zu tun hat, was andere viel, viel weniger können. Warum in Banken und anderen Einrichtungen dieser Art der Druck zwischen Ende der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre deutlich abgenommen haben sollte, weiß ich nicht. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir die Berufe mal weglassen und uns nur anschauen, das Verhältnis Burnout-Gefährdung und Dauer der Arbeitszeit beziehungsweise des Lebensalters? Da haben wir hier eine auffällige Häufigkeit bei Menschen, die 20 bis 34 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist nämlich jene Gruppe, in denen am häufigsten Überstunden verlangt werden. Ich habe das auch nicht gewusst, das geht aus dem Text dieser Untersuchung hervor. Und dann haben Sie hier etwas, was bestätigt hat, was ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, dass es sich häufig um Menschen handelt, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, die eben mit sehr viel Ehrgeiz, mit sehr viel Initiative, mit sehr viel Enthusiasmus in den Beruf hineingehen und wenn sie eben immer wieder enttäuscht werden oder sehr häufig enttäuscht werden, in diese Burnout-Situation sich hinein entwickeln. Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche, dass wir eine angeregte Diskussion haben.